Seid gegrüßt, ihr Lieben. Gestern habt ihr das ja schon gesehen, das Kleid, was ich anhabe. Das ist ein Sarafan, genäht wie ein halber Tellerrock, also die Weite eines halben Tellers und in einem Stück gearbeitet. Zusätzlich Saumbeläge und ich habe mir hier noch aus dem Futterstoff nochmal einen Besatz quasi angenäht. Ja, ich habe mit dem Nähen dieses Sarafans eine wichtige Regel gebrochen. Ich habe das für mich in mir abgeklärt, auch mit meinem ersten Sarafan, der noch in der Arbeit ist, quasi energetisch besprochen. Denn es ist so, wenn wir etwas zum ersten Mal nähen, egal ob es ein Unterrock ist oder ein Rock, ein Sarafan, dass wir das erste Stück möglichst nur, was heißt möglichst, also nur mit der Hand nähen, damit wir die ganze Energie auch des Rituals oder der Energie des Ausdrucks, was mit dem Kleidungsstück einhergeht, das mit einweben. Jetzt war es so, ich war ja vor gut 2 Wochen auf dem Seminar Sarafan nähen und den Stoff, den ich zu Hause hatte, der ist sehr schwer, sehr dicht und ist jetzt für den Sommer nicht gut geeignet. Er ist wunderschön. Ja, und dieser Stoff kam während des Seminars zu mir, denn eine Kursteilnehmerin, die hat einen Stoffladen in Köln und die hatte uns vor dem Seminar noch Fotos geschickt von Stoffen, Leinenstoffen, die sie hat. Und in diesen Stoff habe ich mich einfach verliebt. Das ist reines Leinen, eine sehr dünne Qualität, wunderschön. Und ich wusste, daraus werde ich mir den zweiten Sarafan nähen. Also dieses ist der zweite, den ich allerdings jetzt vor dem eigentlichen ersten genäht habe. Und zwar hatte ich mir so gedacht, da der auch genäht werden wird, und ich weiß, mit Handnähen, das dauert ein bisschen länger, ich hatte jetzt auch nicht so viele Zeit zu nähen, wollte ich jetzt die Sommertage, die ja noch kommen könnten, nutzen, um schon einen Sarafan tragen zu können. Und ich habe jetzt dieses Kleid, habe ich ganz viel mit der Nähmaschine genäht. Und außer, ja gut, es gibt einiges, was mit Hand zu tun, zu nähen ist, aber ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich trage ihn jetzt schon tatsächlich ein paar Tage und fühle mich damit so wohl. Und jetzt danach werde ich jetzt meinen ersten Sarafan wirklich mit diesem ganzen, mit der ganzen Energie, die da schon drin steckt, weiter nähen. Auch den werde ich euch dann irgendwann zeigen, wenn er fertig ist. Der Sarafan selber, das ist ein Kleidungsstück. Wer mir oder anderen folgt bei YouTube, weiß ja inzwischen, dass wir Weiber die Energie von der Erde aufnehmen. Sie wirbelt wie in einem Torus um uns herum. Und wir nehmen diese Energie von der Erde auf. Und beim Tragen von langen, möglichst langen und weiten Röcken nehmen wir umso mehr Energie auf. Und da der Rock hier im Bund endet, in der Taille, sammelt sich die Energie hier im Solarplexus und auch für unser Ton. Beim Sarafan ist es jetzt so, ich habe jetzt zwar hier einen Gürtel an, also man kann den auch sehr gut ohne Gürtel tragen, nur da ich jetzt gleich auch wieder in den Laden fahre, wäre mir die Weite jetzt im Laden, könnte sie mir hinderlich sein, je nachdem, was ich zu tun habe. Deswegen trage ich ihn jetzt heute mit dem Gürtel. Dadurch wird er auch ein bisschen kürzer. Ja, und beim Sarafan ist es so, dass die Energie quasi ohne Stopp weiterfließen kann bis zum Herzen, weil es keine Unterbrechung gibt vom Bund oder sowas. Also quasi in die Welt von Prat, ne, das ist hier unsere Herzebene. Und da ja das Wesen des Weibes so ist, dass wir, also je mehr wir Energie aufnehmen von der Erde, umso herzlicher können wir geben. Das ist eigentlich unser Tun, dass wir die Energie aufnehmen und sie über das Herz, über das Tun weitergeben, sei es zu der Familie, sei es zu anderen Menschen, zum Mann. Also ursprünglich war es ja die Familie, die ja leider in vielen Bereichen kaputt gegangen worden ist. Ich sehe gerade das Licht spiegelt so in der Brille, aber gut. Meine Videos sind nicht perfekt und ich nehme jetzt auch nicht dafür die Zeit, dass das alles so perfekt läuft. Da habe ich anderes zu tun. Hauptsache meine
mir ist wichtiger, meine Botschaft kommt in die Welt. Ja, so, und der, wie gesagt, der Sarafan hilft eben, dass wir diese Energie noch mehr aufnehmen können. Es ist also auch ein energieaufnehmendes Kleidungsstück, genau wie der Sonnenrock. Das heißt, die Kappnähte werden also im Uhrzeigersinn geschlossen, also nach rechts gekippt, wenn man von innen drauf schaut, ja. Und alle anderen Kleidungsstücke, der größte Teil wird als reinigendes Kleidungsstück genäht, also die Kappnähte gegen den Uhrzeigersinn, beziehungsweise wenn man von innen drauf schaut, ist es nach links gerichtet, von außen. Also je nachdem, wie man schaut, dass die Energie auch reinigend abgegeben werden kann, damit wir, wenn wir auch viel Stress haben etc., damit das sich auch, ja, dass wir ausgeglichen bleiben. Jetzt ist der Sarafan, wie gesagt, ein aufnehmendes Kleidungsstück und ich darf demnächst auch noch aufnehmende Unterkleidung nähen. Also ich habe jetzt hier ein reinigendes Unterkleid und den aufnehmenden Sarafan. Da müsste sich eigentlich der Energieschwung dann aufheben. Ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht spüren, soweit so spürig bin ich nicht. Nur das ist jetzt der nächste Schritt, dass ich also für den Sonnenrock und auch für diesen Sarafan entsprechend Kleidung nähe, wo die Kappnähte dann auch in der gleichen Richtung verlaufen wie beim Sarafan. Ja, und was auch sehr interessant ist, der Sarafan unterstützt auch im Endeffekt Projekte oder Kinderwunsch. Und zwar, ich drehe mich mal kurz um, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ihr seht hier im Rücken, es wird hier eine Killerfalte gemacht und man nennt diesen oberen Bereich Frosch. Und je mehr die Träger in der Mitte zusammenkommen, umso mehr führt das also zur Energetisierung unserer weiblichen Organe. Also dieser Frosch, der symbolisiert quasi die Eierstöcke, Gebärmutter etc. und ist hier optimal auf der Höhe des Herzens. Genau, und da ich ja jetzt keine Kinder mehr möchte oder auch jetzt nicht mehr in dem Alter bin, Kinder austragen zu können, aber wer weiß, was sich alles noch ändern mag in diesem Leben, habe ich die Träger bewusst etwas auseinandergenommen. Ne? Das ist dann, da darf man mit variieren. Ja, genau, und ja, das ist eigentlich alles jetzt, was ich zum Sarafan hier sagen möchte. Und ich habe jetzt in dieses Kleidungsstück einfach für mich jetzt genäht, für den Sommer auch als energetisierendes Kleidungsstück. Und ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Gut, das Muster ist auch, das Material ist schön. Und ich kann einfach nur wirklich jedem empfehlen, immer mehr umzustellen auf energiebewahrende Kleidung. Und ich muss mal kurz den Rechner aufmachen, weil ich jetzt nicht hier an meinem Handy. Ich habe nämlich heute Morgen habe ich noch zwei Texte gelesen beim Knopfloch in dem Kanal und da geht es tatsächlich auch um Weib und Mann. Und das möchte ich euch noch kurz vorlesen, die habe ich mir extra noch gespeichert. Und zwar, also einmal sagt er auch, Mann und Weib sind, Herr und Frau sind Titel. Deswegen, ich übe mich auch darin, immer mehr das Wort Weib zu nehmen, nur klar, wenn man jahrzehntelang immer den anderen Sprachgebrauch hatte, auch das ist ein Umlernprozess. Und was mir hier sehr gut gefällt, er hat auch geschrieben, das war jetzt gerade die Tage, ein Mann ohne Weib ist wie ein Fahrrad ohne Räder. Ein Weib ohne Mann dreht sich um sich selbst. Und das fand ich richtig bezeichnend, denn wir drehen uns ja um uns selbst und wir Weiber nehmen ja ganz viel Energie auf, indem wir Röcke und Kleider tragen. Und wenn wir sie nicht an andere Menschen geben können, drehen wir uns um uns selbst. Und das fand ich einen Wow. Ich habe das heute Morgen gelesen und deswegen habe ich jetzt dieses kurze Video gemacht, da ich heute jetzt nicht so viel Zeit habe. Ich wollte euch aber diesen Sarafan schon mal vorstellen. Und ja, und der Inga und Helena, bei denen ich das lernen durfte, ich bin von Herzen dankbar.
Ja, und wenn ich da irgendwas Falsches erzählt habe, dann Inga ist sowieso mit mir im Kontakt, dann wird sie das auch kommentieren und ich werde das dann auch korrigieren. Wie gesagt, für mich ist es jetzt wichtig, meinen ersten Sarafan in aller Ruhe wirklich mit der ganzen Energie nun zu Ende zu nähen. Und das war jetzt so eine Zwischenarbeit. Und ich habe es mir erlaubt, weil, wie gesagt, der Stoff während des Seminars zu mir gekommen ist. Er hätte leider nicht rechtzeitig bei mir sein können, um ihn für das Seminar schon vorzubereiten mit Waschen und Reinigen. Deswegen habe ich das jetzt so verknüpft. Genau. Ja, also das war mal ein kurzer Ausflug zum Thema Sarafan-Nähen, was ich jetzt noch erwähnen kann. Also hier die Kante, es wird hier oben, wird das Ganze mit einem Futter versäubert und das kann man selber wählen, wie lang das Innenfutter ist. Also es sollte wenigstens so bis zum Bauchnabel gehen. Also die Naht sollte nicht über die Geschlechtsorgane verlaufen, entweder darüber im Bauchbereich oder bis zur Oberschenkel oder es kann auch ganz lang sein. Also wenn das jetzt ein wärmerer Sarafan sein soll, da hat man wirklich Spielraum. Auch die Art, wie man hier diese Form macht, was sehr interessant ist, generell beim energiebewahrenden Nähen, dass wir mit unseren eigenen Körpermaßen nähen. Das heißt, um hier den Halsausschnitt oder den Armausschnitt, der ist bei mir sehr lang, das wird gemessen hier mit der großen Handspanne, mit der, ich vergesse mal den russischen Namen, also mit diesem Abstand hier, Daumen, Zeigefinger. Und da ich sehr lange Finger habe und dieses Maß hierfür gebraucht wurde, ist entsprechend mein Armausschnitt weit, was sich aber sehr gut anfühlt. Und ihr seht, das zeige ich nochmal, hier ist ja der Zwickel von meinem Unterkleid und es fügt sich hier genau hier rüber. Also ich kann ihn auch, ich habe ihn auch schon mal angehabt, nur mit einem T-Shirt drunter, das geht natürlich auch. Ja, insofern ein kleiner Einblick in mein neues Projekt und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und vor lauter Erzählen habe ich mich gar nicht vorgestellt. Also dieses Video hat gesprochen die Angelika Schumann vom Kanal ansita.de. Herzensgrüße für euch und alles Liebe und viel Freude beim Nähen und Ausprobieren.